Die Kollegin Nadine Schön hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 25. März war der diesjährige Equal Pay Day. Das heißt, der Durchschnittsmann hätte am 25. März anfangen zu arbeiten und hätte am Ende des Jahres das gleiche Geld auf dem Konto wie die Durchschnittsfrau, die seit Beginn des Jahres arbeitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und warum ist das so? Was sind die Ursachen? Frau Kollegin, wir müssen erst mal sehen, dass Sie hier mehr verstärkt werden, damit Sie nicht schreien müssen. Die Techniker, das ist auch eine Frage der Gleichberechtigung. Sie, danke. So. Kann ich weitermachen? Okay. Ich hoffe aber nicht, dass wir das mit dem Mikro auch gesetzlich regeln müssen. Das klappt wohl auch so. Also, wie gesagt, wir haben eine Entgeltungleichheit von 23% in Deutschland. Das ist eine Zahl, die wir nicht hinnehmen dürfen. Und hier lohnt es sich wirklich, die Ursachen der Entgeltungleichheit noch mal anzuschauen, denn das Thema ist sehr komplex. Und die erste Ursache ist der Grad der Qualifikation von Frauen. Glücklicherweise sind ja die jungen Frauen heute in der Regel genauso gut qualifiziert wie die Männer, aber noch gibt es eben im Durchschnitt Unterschiede und niedrigere Qualifikation führt selbstverständlich zu niedrigeren Löhnen. Problematisch ist auch die Art der Qualifikation, nämlich die Berufswahl. Mädchen entscheiden sich häufig für schlecht bezahlte Dienstleistungsberufe und zu selten wählen sie technische und mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildungsgänge und Studienfächer. Aber genau die lassen eben relativ hohe Löhne erwarten. Die Konsequenz: Wir haben zwar viele sehr gut ausgebildete Frauen mit im Schnitt besseren Abschlüssen als die Männer, im Geldbeutel macht sich das aber leider fast nie bemerkbar. Ein weiterer Grund: die Position im Unternehmen. Wir wissen, nur selten besetzen Frauen die hohen, gut bezahlten Positionen, nur selten sind Frauen in Führungspositionen. Die Folge: wenig Führungspositionen, geringer Gehaltsdurchschnitt, hohe Entgeltungleichheit. Diese Kette ist ganz einfach nachzuvollziehen. Und ein weiterer Grund für die Lohnlücke liegt im Lebensverlauf vieler Frauen. Schwangerschaft, Erziehungszeit, Pflegezeiten. Bei Frauen findet man mehr Brüche im beruflichen Lebensverlauf, mehr Erwerbsunterbrechungen. Das verhindert eine Karriere und ein kontinuierliches Aufsteigen in höhere Gehaltsklassen. Für den Einkommensknick besonders verantwortlich ist die hohe Teilzeitquote. Frauen arbeiten überdurchschnittlich, etwa zu 35% in einem Teilzeitjob. Bei den Männern sind es gerade einmal 5% und entsprechend geringer ist das Einkommen bei Frauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Gründe, Art und Grad der Qualifikation, Position, Erwerbsunterbrechung und vor allem die hohe Teilzeitquote, das sind die harten Faktoren, die erwiesenermaßen zum großen Teil zur Entgeltungleichheit beitragen. Und ich sage das deshalb so ausführlich, weil die Zahl 23 oft so unerklärlich hoch erscheint. Und rechnet man diese Faktoren heraus, so gelangen wir zu einer Lohnlücke von 6 bis 10%. Das ist wesentlich weniger als die genannten 23, aber natürlich immer noch 6 bis 10% zu viel. Versucht man, diese 6 bis 10% zu erklären, dann wird es noch schwieriger. Denn dann kommt man in den subjektiven Bereich und zwei Gründe kann man dafür ausmachen. Zum einen müssen wir feststellen, ist es sicher eine Mentalitätsfrage. Studien haben ergeben, und das hat nicht die Ministerin erfunden, liebe Kollegin Marx, sondern das haben Studien ergeben, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen bescheidener sind als ihre männlichen Kollegen. Wir fordern weniger und bekommen deshalb auch weniger. Und das ist wohl eine falsche Bescheidenheit, liebe Kollegin. Hier sind wir Frauen selbst gefragt, etwas zu ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube aber allerdings nicht, dass das der entscheidende Grund bei diesen 6 bis 10% ist. Der zweite Grund halte ich für viel wesentlicher, und das ist schlicht und einfach Diskriminierung. Diskriminierung, die sich darin äußert, dass Frauen weniger zugetraut wird, dass eine mögliche Schwangerschaft schon beim Berufseinstieg gleich mit eingepreist wird und sie deshalb trotz gleicher Qualifikation schlechter bezahlt werden. Das gibt es und auch das muss genannt werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der eigentliche Skandal. Insgesamt kann man festhalten, die Ursachen der Entgeltungleichheit sind sehr unterschiedlich, aber hinnehmbar ist die Lohnlücke von 23%
deswegen noch nicht. Und deshalb müssen wir uns fragen, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus, was tun wir? Die SPD hat sich in ihrem Antrag dazu entschieden, die vermeintliche Allzweckwaffe auszupacken, nämlich die staatliche Regulierung. Da soll es gesetzliche Fristen geben, eine neue Entgeltgleichheitskommission und ein Verbandsklagerecht für Antidiskriminierungsverbände. Liebe Kollegen, in Anbetracht der vielen verschiedenen Ursachen, die wir ausgemacht haben, halte ich diese Forderung für zu staatsgläubig und zu undifferenziert vor allem. Wirksamer erscheinen mir an den Ursachen hergeleitete Gegenmaßnahmen. Wir müssen doch bei einem so komplexen Thema an die Wurzeln, an die Ursachen des Übels, und genau das tun wir. Zum einen mit Maßnahmen gegen das eingeschränkte Berufswahlverfahren. Von wegen, die Mädchen interessieren sich nicht für Technik. Schauen Sie sich die ganzen MINT-Initiativen an, den Girls Day, Roberta. Es gelingt, mehr Frauen für technisch geprägte Berufe zu interessieren, und der Frauenanteil in diesen Berufen steigt. Was aber mit denen, die nach wie vor kein Interesse an diesen Berufen haben? Wollen wir dann hinnehmen, dass alle anderen dann halt schlecht bezahlt sind, weil sie leider Gottes einen frauenspezifischen und damit automatisch schlechter bezahlten Beruf gewählt haben? Nein. Wir müssen uns fragen, muss die Bezahlung in diesen Berufen denn zwingend so schlecht sein? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, den Lohn bestimmen bei uns in Deutschland die Tarifparteien. Und deshalb appelliere ich an die Tarifparteien, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, bewerten Sie frauenspezifische Berufe in den Lohnrunden besser und sorgen Sie dafür, dass es auch in diesen Branchen branchenspezifische Mindestlöhne gibt. Man kann nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und nach der Politik schreien. Hier haben auch die Tarifparteien Verantwortung, und die müssen Sie auch wahrnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Politik kann einiges tun. Wir müssen weiter daran arbeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bessern. Und wir sind hier auf dem richtigen Weg. Der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, das Elterngeld mit den Partnermonaten, die Familienpflegezeit, die Initiativen zu familienbewusster Arbeitszeit, die Programme zum Wiedereinstieg, all das trägt dazu bei, dass beide Partner, und ich betone beide Partner, Beruf und Familie vereinbaren können. Das alles sind Schritte zu einer kontinuierlichen Erwerbsbiografie auch von Frauen. Jetzt ist aber auch klar, und ich denke, das muss uns allen bewusst sein, ganz ohne Unterbrechungen wird es nicht gehen. Und gerade weil das so ist, weil wir immer Brüche im Lebensverlauf haben werden, immer Auszeiten haben werden, ist es doch wichtig, dass wir diese nicht immer als Nachteil sehen. Diese Unterbrechungen sind doch positiv zu bewerten. Sie bringen neue Erfahrungen mit sich und neue Kompetenzen. Und deshalb kann ich nur an die Unternehmen appellieren. Nutzen Sie diese Kompetenzen und berücksichtigen Sie diese auch in Ihrer Gehaltsstruktur. Und ermutigen Sie auch die Männer, sich auf solche Auszeiten beispielsweise bei der Elternzeit oder bei der Pflegezeit einzulassen. Denn Lebenskompetenz ist doch auch im Unternehmen oft viel wichtiger als tröges Fachwissen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ebenfalls ein Thema für Politik und Wirtschaft zusammen, sorgen wir endlich dafür, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Die Debatte über Wege dahin führen wir ja derzeit. Und schließlich müssen wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass tatsächliche Diskriminierung aufgedeckt wird. Auch das liegt letztlich im Interesse der Unternehmen selbst. Die Kollegin hat darauf hingewiesen. Mit LOGIP-D gibt es ein Instrument, das die entsprechende Transparenz in einem Betrieb herstellt. Mehrere hundert Unternehmen haben schon daran teilgenommen. So kann man echte Diskriminierung erkennen und dann auch wirksam bekämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es lohnt sich, die Ursachen der Entgeltungleichheit genauer unter die Lupe zu nehmen, denn nur dann gelangen wir zu differenzierten Sicht der Dinge und zu differenzierten Lösungen. Es sind viele kleine Stellschrauben, mit denen wir die Rahmenbedingungen für ein verbessertes Einkommen von Frauen beeinflussen können. Hier können wir intelligent und mit vielen kleinen Schraubenziehern arbeiten. Den Vorschlaghammer staatlicher Regulierung brauchen wir dazu nicht. Vielen Dank.